Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ. Hallöchen, was zu trinken gefunden? Jawohl, und wie ihr seht, ich habe nichts mehr. Meine Beine waren gebrochen, ich bin nicht mehr aufgestanden. Und der gute Philipp hat mich dann eiskalt mit Darkst abgeschlachtet. Aber ja, ich hab so schöne Sachen bekommen. Und jetzt bin ich hier wieder im guten alten Elektro. Jo, und ich habe übrigens die Mosin jetzt von dem lieben Dave, aber wir werden natürlich auch schnell ihm noch eine Mosin erfunden holen und ich habe hier eine Axt gefunden. Jawohl. Im Krankenhaus. Du musst dringend im Krankenhaus nachsehen. Was ist das? Tape, toll. Was will ich mit Tape? Ich gehe jetzt mal aus dem Krankenhaus raus, weil ich bin ja da gar nichts mehr und ich gehe jetzt. Wir sind jetzt in 3 Servern hintereinander draufgegangen, also haben gewechselt, um zu gucken, was wie. Also sorry, wenn es manchmal hakt, aber es liegt gerade am Server, weil der Server. Ich habe bei allen Servern ist gerade so. Was ist das denn Munition? Auch beim guten Philipp ist es so, dass es ab und zu etwas hakt. Ne? Ja. Jetzt gehe ich hier mal ins Krankenhaus rein und schaue, was die hier so haben. Ein Motorradhelm. Oh, noch ein Snaploader für die Sniper. Empty, ich brauche keinen Snaploader für die Mosin. Ich schmeiß mal die ganzen Snaploader raus, ja? Mach, Alter, es nervt, wenn es die ganze Zeit so leckt. Ja, mega. Jetzt liegen hier 3 Snaploader nebeneinander. Ach, leck mich doch, du scheiß Zombie. Geil, liegen hier so 3 Snaploader. Okay, jetzt schnell aus dem Krankenhaus raus, weil das ist ja auch ein Ort, wo jetzt gerne mal Spieler draufgehen. Und es ist nicht so gut, dann immer neu drauf zu joinen. Oh, da haben wir. Läuft gerade die ganze Zeit ein netter Zombie hinterher hier. Hi, Zombie! Hey, sieh da hinten! Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, der rennt gerade so putzig auf mich zu. Oh, der fliegt gerade so putzig auf den Boden. Was liegt denn hier? Ist das WLAN? Ist das was? Salinbag. Okay, hast du gleich einen Rucksack? Was ist ein Salinbag nochmal? Ein Rucksack. Nein, das ist irgendwas anderes. Scheiß drauf. Ich hab's wieder weggelegt. Das nimmt nur gerade zu viel Platz weg. Okay, ich gucke in meinem Superpark. Ich brauch was Sinnvolles, Kinders. Mal sehen. Das Sinnvollste, was ich jetzt im Moment finden kann, wäre ein Rucksack. Eine neue Hose, so eine kurze Hose liegt hier rum. Alter, wie es gerade am Haken ist. Leco mio. Was ist denn das? Okay, und immer kurz gucken, wenn ich auf der Straße bin, weil hier. White Check Shirt. Ah, nice. Da kann ich 2 Sachen mehr reintun. Sauber. Jetzt habe ich ein schönes Karo-Hemd an, so. Voll nice. Hier sind ein paar Stiefel. Das zieh ich mir jetzt an. Auch irgendwie komisch. Du schlägst mit einer Axt auf mich ein, ich sterbe sofort. Ich schieß mit einer Sniper auf dich und du wirst dann nur verwundet. Ja, aber wenn das nur ein Schuss ins Bein war, ist es auch eigentlich. Ja, Junge, du warst schon fast tot, erinnere dich. Stimmt. Das vergesse ich andauernd. Ja. Soll ich dann jetzt mal zu dir kommen? Nee, lass erstmal. Okay. Ich schau mich dann hier noch ein bisschen um. Hier liegen ja viele Sachen auf einmal rum. Naja, hier nicht. Ich gehe jetzt etwas tiefer in die Stadt rein. Eine Nota-Cola, Bandage, Sardinen. Aber ich glaube, die sind completely ruined, ne? Kann sein. Diese 40 Schuss für die Knarre, die du hattest, waren ruiniert. Deswegen muss ich die wegschmeißen, schweren Herz. Ich weiß. Ich hab hier einen. Hier ist alles ruiniert. Verdammte Hacke, ich kann nichts davon trinken. Doch, die Nota-Cola. Completely ruiniert. Toll. Hier war wohl schon jemand. Ey, was liegt denn hier? Ich hab einen frischen Apfel gefunden. Was ist das? Ein frischer Apfel. Du kennst doch Äpfel. Ich habe ein Bajonett gefunden für eine Knarre. Geil. Bring die mal mit, vielleicht können wir die an die Sniper dran machen. Kann ich das auch in die Hand nehmen? Ja, damit kann ich zustechen. Nice. Bring mit, also wenn du eine Axt findest, bring das trotzdem mit, vielleicht kann ich es an die Knarre dran machen. Dann kann ich mit der schießen und. Alter, wie geil wäre das? Dann nice, zustechen. Ein Bajonett. Lustig. Stell mir vor, steht da ein Spieler vor mir, dann steche ich den erstmal so das Bajonett in den Körper und baller dann nochmal. Assassin-Style. Oh yeah, Mann. Richtig badass. Ja, das wäre mega nice. Ich muss mich echt entschuldigen, wenn das hier manchmal etwas ruckelt, aber liegt am Server. Jo, also bei mir, ich weiß nicht, ob es am Server liegt, aber es kann auch an deinem WLAN liegen, ne? Nee, bei mir läuft ich hab vollen Ausschlag und alles.
Ja, bei mir läuft nämlich gerade flüssig und der Server sagt auch nicht, dass er am Abkacken ist. Ja, jetzt läuft es bei mir gerade auch flüssig, aber ab und an mal. Ja, aber während ich auf dem Server war, war das die ganze Zeit flüssig bei mir. Deswegen, ja, also kann auch an deinem WLAN, weil beim Dave ist jetzt gerade irgendwie das WLAN am Scheißen. Da steht ein Zombie auf den Schienen. Vorne liegt da mal eben so, liegt da mal eben so ein Bajonett. Ich weiß. Habe ich noch nie gefunden in dem Spiel. Ich auch nicht. Vielleicht kann man das gar nicht auf Knarren machen. Vielleicht kann man das nur in die Junge, Hand wie gerne ich mal die Sniper mit der Sniper auf irgendwas schießen will. Vor allem jetzt mit dem Schalldämpfer. Epinephrin? Bin vorsichtig. Das ist doch Schmerzmittel, ne? Ich hab Weg nach vorne. Ich hab Schmerzmittel oder sowas gefunden. Ich behalte das erstmal. Sauber, und der Zombie. Ich hab zwar kaum Slots frei, nur noch einen jetzt, aber ich behalte es erstmal. Der Zombie rennt auf mich zu. Und der Zombie fliegt auf den Boden. Alter. Hey, da ist noch ein Zombie. Oh, der hat sich schön in einem Haus, in einem Baum versteckt. Ich gehe von hinten an den Rand. Ich hier mit meinem geilen Karo-Hemd. Oh, erstmal so richtig bad, dass die Axt in den Rücken. Ja, wir haben ein Krankenhaus. Mal sehen, ob ich hier noch Stücke Sachen finde. Alles rotten. Was haben wir hier? Ein First Aid Kit. Da wo ich die Pumpgun gefunden habe, da habe ich echt Hoffnung, dass ich da vielleicht wieder was Schönes finde. Jo. Da habe ich nämlich auch viel Essen und so weiter gefunden. Aber ich versuche jetzt Desinfektionsmittel, schon wieder ein Salinbag, nee, Bloodbag Kit, ey, aber das kann ich alles erstmal nicht gebrauchen. Es nimmt nur Platz weg. Ich hier mit meinem Bajonett in der Hand. Vielleicht finde ich hier wieder ein Platz-Test Kit. Das wäre ja mega geil, als ich das gefunden habe, aber dann wurde ich ja leider von einer gewissen Person getötet. Leck mich. Green so, Jeans. Das unnötig wurde, ohne Spritze. Oh, hier war scheinbar schon jemand. Hier hat jemand nämlich seine Green Jeans fallen lassen und der hat mir wahrscheinlich vor der Nase eine andere umgehalten. Was? Tja, ich hab was gefunden. Junge, du findest alles. Komm, dafür muss ich jetzt mal die Revolver-Munition weg. Was hast denn du? Scheiße, ich brauche immer noch. Ah, die Sachen kann ich da oben hin tun. Was hast du gefunden? Etwas, was uns helfen wird. Was denn? Etwas, das rot ist. Rot. Rot. Bekloppt. Wieso? Keine Ahnung, bekloppt. So, ich schmeiße mal ein paar Sachen jetzt mal raus. Etwas, was hier rot ist. Ich habe einen Feuerlöscher gefunden. Happy Birthday. Damit kann ich mich jetzt immerhin wehren, ja. So, jetzt kann ich den auch mitnehmen. Soll ich es dir sagen? Ja. Soll ich dir sagen, was es ist? Ja. Willst du es wirklich hören? Ja. Ein Defi. Junge, wow. Ja, ganz ist toll. Das. Junge, Scheiße, kann ich deine Knarre. Mir fällt gerade auf, ich kann mit dem Bajonett das Essen öffnen. Kann ich deine Knarre wegschmeißen? Warum willst du meine Knarre wegwerfen? Weil mein ganzes Inventar voll ist. Na, warte, ich könnte die dahin. Hey Junge, du hast die doch sowieso im Inventar drin, automatisch. Ja, ich habe aber im Inventar zwei Knarren. Ach, hast du auch noch deine? Ja. Hey Junge, dann tu doch deine weg. Meine ist cooler, finde ich. Junge, wir haben die gleiche Knarre. Ich meine die Handknarre. Ach so, ja, die kannst du wegwerfen. Ok. Jo. Jawohl. Ich kann gerade meine Bohnen essen. Jawohl, gut. Weil ich die mit dem Bajonett aufmachen kann. Jawohl, ich bin nicht mehr hungrig. Gut. So. Wieder die Axt in die Hand nehmen. Und den Rest des Krankenhauses durchstöbern. Was haben wir hier? Eine Rotten. Was haben wir hier? Eine Rotten Kiwi. Hier liegt nichts mehr. Da hinten ist die Feuerwehrwache, da hoffe ich mir auf jeden Fall noch was. Was haben wir hier? Eine Rotten Banana. Eine Rotten Banana Bandana. Nee. Und eine Rotten Peach. Also hier sind die meisten Türen auf jeden Fall verschlossen, das heißt hier scheint noch keiner gewesen zu sein. Es sind momentan noch nicht so viele Leute eingekommen, was auf dem Server. Desinfektionsspray. Wow, was zur Hölle ist das? Was? Okay, hier ist irgendwo ein Zombie. Wo war nochmal der Brunnen? Weißt du das zufällig? Hinterm Hotel.
Nice, okay, ich bin gleich da. Dann kann ich da meinen Durst stillen. Was war das bitte schön für ein Zombie? Junge, wie hat der sich denn angehört? Da steht hier so eine Alkohollösung, die brauche ich aber nicht. Ist für irgendwas, was weiß ich wofür. Ich dachte gerade, da wird ein kleiner Rucksack liegen. Was ist das? Wieder ein Motorradhelm. Nee. Ach komm, Kinders, ich brauche einen Rucksack. Meint der, ach komm, Kinders. Ne Cap. I want to drink something. Ja, ich lauf gleich zum Brunnen. Junge, du musst was trinken. Das ist sehr wichtig für deine Gesundheit. Klar. Ja. Warte, war das nicht hier? Nee. Ja, jetzt schleicht der Wichser hier wieder ohne Grund. Jawohl. Junge, warum schleicht der Pisser so? Blue Down Jacket gefunden. Gut. Die ist zwar schon fast, die ist zwar ruiniert, aber ich kann sie noch benutzen. Junge, was schleicht der plötzlich so? Was weiß ich. Oh, scheiße, hier ist das Dach. Junge, der schleicht hin und wieder mal immer so mega in dem Spiel. Junge, der schleicht hin und... Ey, ist das? Ja, das ist echt komisch, dass er dann plötzlich schleicht. Ohne irgendeinem Grund. Empty? Ich hab Munition gefunden, aber ich weiß nicht wofür. Punkt 357 Round habe ich gefunden. Ja, wie sehen die aus? Da liegen so zwei auf dem Boden und eine steht. Ja, die hatte ich gerade eben auch gefunden, das ist nichts. Das ist auch nicht für die Klare, das ist glaube ich für einen Revolver. Nein, für einen Revolver sind die andere, ist die andere Muni. Nein, nein, da steht für einen Revolver. Lies dir den Text durch. Common Revolver, ja. Ich behalte die aber mal. Jo. Und rausrennen! Aber wenigstens finde ich hier schon mal wieder etwas. Das gibt mir Hoffnung. Ja. Ich habe immerhin wieder eine Green Down Jacket. Aber die ist ruiniert. Ich glaube, normalerweise sind da mehr Plätze drin. Ich habe nur drei. Normalerweise sind da, glaube ich, sechs Slots oder vier. Ja, ja, kann sein. Kann nicht nur sein, das ist, glaube ich, sogar so. Mal hier reingehen. Was liegt denn da? Hey, nur ein Seil. Zum Fesseln, was ist das denn? Junge, ich habe so eine Mundmaske gefunden für den Mund. So eine Atemmaske. Geil. Nee, also so eine, die Ärzte mal anhaben, so eine. So eine weiße. Sieht zumindest so aus, nein. Kann man mit die Hand. Sieht man eh nicht mit dem Helm. So, ja, mit dem Helm. Junge, was schleicht der so behindert jetzt? Wenn ich ganz normal gehe, schleicht der. Der Junge, bei mir auch manchmal. Dann lauf einfach, ich bin auch fast die ganze Zeit am Sprinten. Ja, das ist trotzdem irgendwie scheiße. Warte. Was ist das denn? Hier ist eine Mütze. Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein und hier liegt natürlich wieder nichts. Toll. Und eine Matchbox. Doch, hier liegt was. Aber auch nur wieder eine Orange Down Jacket diesmal. Aber ich lass mal lieber meine an. Was liegt da denn? Ah, ja. Okay. Hier liegt Tape. Ach, leck mich doch. Oh, ich schon dachte, das wäre eine Sardinendose und dann war es nur Tape. Ja, ja, ich auch. Das nervt mega. So, ich gehe mal währenddessen scheißen, ne? Junge! Was? Sowas gehört nun wirklich nicht ins LP. Hier ist ein Rucksack. Ey, der ist aber jetzt in die Feuerwehrwache. Wünsch mir Glück, dass ich dort was finde. Viel Glück. Was haben wir hier? Hey, die Tür ist offen. Bock. Hier liegt schon mal ein Brecheisen. Gut. MG? Ja, Mann! 20 Schuss für die Sniper gefunden. Jetzt habe ich 25 Schuss außerhalb. Jawohl. Mit der Munition in der Sniper habe ich jetzt 30 Schuss für die Sniper. Für die Mosin. Biatch. Und noch ein schönes Brecheisen und jetzt ist die Folge aber auch zu Ende. Wir sehen uns einmal in der nächsten Folge. Wasserkocher! Ja, mit dem Wasserkocher verabschieden wir uns. Und mit der Nutter Cola Classic. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Ciao.